Hallo, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Oh, herrlich die Sonne. Waren aber trotzdem 3 Grad, wie ich weggefahren bin. Also von daher, ja. Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's ums Reben anbinden. Also um die Bogrebe zu machen. Ich habe jetzt heute mal das große Stativ mit dabei. Mal gucken. Das ist ein bisschen unhandlich, aber vielleicht geht es trotzdem. Ich werde es ausprobieren. Also wir binden heute Reben an mit dieser Zange. Zack. Natürlich nicht so eine Schlaufe, aber so ist die Funktionsweise der Zange. Ja, das kennt ihr ja schon vom letzten Video, das verlinken wir euch dann hier oben irgendwo. Ja, genau. Das ist so heute der Plan und vielleicht zeige ich euch auch nachher noch eins unserer Projekte für dieses Jahr. Mal gucken. Schaut einfach mal zu. Viel Spaß dabei. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir das hier in dieser Anlage machen. Da haben wir die 2 Drähte hier, oder vielmehr den oberen Biegedraht etwas runtergesetzt, um Flachbögen zu machen. Aber die Flachbögen haben einen Nachteil. Wenn man mit den Drähten hochmachen nicht hinterherkommt, und dann legen die sich einfach um. Zack. Das ist natürlich nichts. Deswegen haben wir hier anderes einfallen lassen. Und zwar wickeln wir das hier wie normal ein Flachbogen, aber tun den hier hinten, hoffentlich kann man das jetzt sehen, hier hinten runterbiegen und binden den am unteren Draht fest. Machen wir jetzt hier an dem auch nochmal. Zack, zack, zack. So. So, das hat den Vorteil, dass die hier stabil sind und wenn hier die Austriebe rauskommen, hier nicht einfach umknicken und umfallen. So, das haben wir nämlich jetzt mal rausgefunden. Und trotzdem haben wir die Traubenzone noch in einer relativ kleinen Ebene, also nicht so hoch, sondern die ist schon in einem guten Maß noch da. Kann man dann auch gut entblättern, ist dann auch noch genügend Laub oben drüber dann vorhanden. So, ja. Ja, das machen wir so. Noch zu den Dingen, zu den Augen. Meistens haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irgendwo zwischen 8 und 10 Augen haben wir da dran. Also 8 und 10 Triebe kommen da dran. Da hängen dann so 2, 3 Traubenhängel dran. Ja, so, das ist so unser Ding. Wir haben hier jetzt nur eine Route gemacht und ja. An anderer Stelle haben wir 2 Routen. Eigentlich auch wollen wir noch gucken, dass wir nächstes Jahr vielleicht auch 2 anschneiden, 2 kürzere, dass die Saftbahn da, dass das ein bisschen besser war. Meistens treiben die hinten oder vorne richtig aus und in der Mitte ist immer so ein bisschen mau. So. Okay. Dann geht's mal weiter. Oh, ich sehe gerade da was. Mal gucken, ob ich es filmen kann. Ein Fasan. Wo bist du? Da hinten. Seht ihr ihn laufen? Da ist der Fasan. Ganz da hinten. Da hinten läuft er.
latscht da rum. Sieht man auch nicht mehr so oft Fasan. Fasan schmeckt aber auch gut. Ja, ich weiß. Ich muss sagen, heute sind viel Flieger unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr... Jetzt sehe ich ihn selber doch, da ist er. Ich weiß gar nicht, ob man den sehen kann jetzt. Es sind viele Sportflieger in letzter Zeit unterwegs. Mal schauen. Ja, der Flugplatz von Worms ist auch nicht weit weg. Also der kleine Flugplatz. Da ist vorne irgendwo. Das sind vielleicht 3 Kilometer, 4 Kilometer. Luftlinie vielleicht 2-3 Kilometer. Ja, nee, es wird aber auch jetzt ganz schön warm. Also heute Morgen, ich habe mich viel zu dick eingepackt. Ich werde mir mal meine andere Weste anziehen und dann geht's weiter. Ja, ich habe jetzt soweit alle angebunden, wo die Drähte gespannt sind. Also die Drähte müssen auch noch gespannt werden. Nee, das. Upsa. Nee, ich seh dir nicht. Brauche ich das andere Stativ? Das funktioniert so nicht. So, jetzt muss ich nur noch die Drähte spannen. Oder gucken, ob sie gespannt sind. Das sieht hier gut aus. Die sind hier noch relativ fest. Und die anderen 3 Reihen gucke ich auch noch mal schnell nach. Ich drehe euch mal rum. So, jetzt. So, hoppala. Also, die Drähte habe ich jetzt gespannt. Und jetzt kann ich die hier auch noch festbinden. Und ja. So, ich bin jetzt fertig mit dem Anbinden hier an der Stelle und wie man hier auch schön sieht und da vorne auch, habe ich da schon mal die Schaufel getestet, bevor ich sie lackiert habe und auch mit einem anderen Zylinder, das hat nicht ganz so, also der Zylinder war zu lang, aber es hat dann doch irgendwie so halbwegs funktioniert. Aber da verlinken wir euch die Videos, also es sind mehrere Videos. Momentan sieht es aus wie ein 3- oder vielleicht ein 4-Teiler, mal gucken. Sonst geht das ja über eine Stunde, das ist ja dann auch ein bisschen viel. Ja, aber das nur so am Rande. Also, ich bin jetzt hier fertig, ich mache jetzt Mittag. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, macht mal einen Daumen hoch. Lasst die Glocke klingeln und abonniert den Kanal. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare unten. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Alla, tschüss.